Gut, dann mache ich die Anmoderation schon mal hier. Ist meine Folge, oder? Ja, muss deine sein. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur nächsten Folge Titano 4 mit dem Fabo, der hier trotzdem noch im Teamspeak ist. Moino. Und das wird eine ganz interessante Aufnahme, nachdem das Wiederbelebungsritual in der letzten Folge nicht so ganz funktioniert hatte. Das muss ich aber erstmal auch sagen, es war ein klitzekleiner Fehler dabei, denn ich hatte vergessen, eine Blockreihe in der Ecke abzubauen, aber, also ohne jetzt hier irgendwas zu blamen, aber es hätte an dem Tag so oder so mit dem Wiederbeleben nicht funktioniert, da es leider einen kleinen Bug gab. Diesen Bug, der sollte jetzt nicht mehr existieren und das bedeutet, dass ich rein theoretisch Fabo wiederbeleben könnte. Szenario jetzt. Ist, ja, du darfst auch was sagen, Fabo, bitte natürlich. Ja, der Bug war das, dass ich halt, ne, man hat halt im Chat gesehen, dass ich die ganze Zeit gejoint bin. Das hätte nicht sein dürfen, denn ich hätte eigentlich irgendwo spawnen müssen, wo ich mich nicht bewegen kann und so. Ja, das war halt der Bug. Dann muss man da auf Wiederbeleben oder so drücken. Es ist jedenfalls so, dass eventuell die Gefahr besteht, dass mir nachgejoint wird. Ich sag jetzt schon mal vorneweg, ich werde jetzt mit meinem jetzigen Stuff und alleine sein, werde ich jetzt in keinen Kampf eingehen. Ich werde mich halt, wenn jetzt mir wirklich jemand auflauern möchte und mich jetzt sniped oder was auch immer, das ist nicht möglich, weil ich nach einer Folge weiter bin und ich unter der Erde bin und niemand weiß, wo ich unter der Erde bin. Deswegen werde ich mich dann verpieseln und ich werde die Folge durchsneaken. Das ist mir mehr oder weniger dann egal, denn ich will es auf jeden Fall nochmal hinbekommen, Fabo zu, ja, wieder zu beleben. Und ich nehme da jetzt keine aktuelle Rücksicht darauf, ob das Projekt jetzt actionreich bei mir ist oder was auch immer, denn ich bin jetzt momentan... Da haben wir schon genug drauf geachtet. Also ich bin jetzt ein Solo und als Solo darf ich jetzt auch so spielen, wie ich jetzt spiele. Dementsprechend, ich join auf den Server in 3, 2, 1 und du kannst gerne das Kommentieren am Anfang übernehmen, denn ich werde auf jeden Fall erstmal ein bisschen die Schnauze halten. Ja, also wie gesagt, ne, ich habe alles im Auge, Basti. Bis jetzt ist noch alles gut. Du baust dich gerade runter, ne? Ja, mehr, also fast. Hier immer noch alles, ne, spielt immer noch. Mhm. So. Ich glaube, sieht safe aus. Ja, ich baue mich auf jeden Fall jetzt erstmal nach unten. Ja, ja, also auf jeden. Es besteht da trotzdem die Gefahr, dass mir, wenn jetzt jemand hinterher joint, dass die, weiß ich nicht, jetzt irgendwo strip mine könnten und mich trotzdem finden. Wäre aber hart unlucky dann. Das wäre halt, also, das wäre halt anders krass. So viele Möglichkeiten gibt es halt nicht mehr. Du müsstest halt dann vielleicht nicht auf Höhe 11 rumgeiern. Weil da werden halt die meisten dann drauf, ja. Ja, ich verstehe, was du sagen willst, Fabo. Weil die hat aufgehört. Ich glaube, die joinen dir nach. Ernsthaft? Ja. Ich habe nämlich nebenbei den Discord offen, Freunde. Und ja, ich glaube, die joinen dir gleich nach. Alright, dann wird es gleich eine kleine Party geben. Das Ding ist, ich habe auf jeden Fall meine Spitzhacken ready. Mhm. Sollen wir das Ganze jetzt trotzdem machen? Also aktuell nicht, ne. Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde es jetzt aktuell zu riskant finden. Ich warte mal 5 Minuten ab. Wenn jetzt in 5 Minuten nichts passiert, dann werden wir sehen. Also ich kann es jetzt ja ruhig sagen. Zur Not kannst du auch. Wait, wie ist es denn jetzt, wenn du mich am Ende von der Folge wiederbelebst? Dann spawnst du. Ja, dann. Werde ich dann mit dir gekickt oder wie ist es? Das ist eine richtig gute Frage, Fabo. Ja. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich auch nicht. Willst du kurz nachgucken, wie das bei Phil war? Ja, die haben halt direkt am Anfang von der Folge gemacht. Aber ich guck nochmal, ja. Ja, du kannst ja trotzdem grob nachgucken. Warte, ich kann ja auch im Ding gucken. Wurden gleich gekickt. Also bei Space und Yomaru war es so. Wurden ja, aber gleich gekickt. Ist das jetzt ein Zufall, dass die sich jetzt, also das genau jetzt... Und bei Phil und Erfa war es genauso. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt Fabo... Ich könnte Fabo rein... Ich werde mit dir gekickt, safe call. Okay, dann werde ich dich am Ende der Folge wiederbeleben. Mhm. Dann darf ich mich jetzt... Wenn nicht, dann muss ich halt bei mir eine Folge durchsiegen, aber... Ich habe dir auf jeden Fall schon mal eine Spitzhacke in Safe 5 gemacht und ich mache dir auch deine Rüstung. Wenigstens. Ah. Du sneakst einfach durch. Ja, ich sneak durch. Veni weiß halt auf jeden Fall, dass... Ja, also wenn Veni nicht weiß, dass ich am Spawn wiederbelebt werde, dann weiß ich auch nicht. Aber Veni wird eventuell auch probieren, Reef wiederzuholen, ne? Ja. Veni will auf jeden Fall erstmal mit mir chatten, das kann er auf jeden Fall knicken. Also das Problem ist,
Veni wird auch versuchen, jetzt Reefed wieder zu beleben. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, er rechnet, er weiß auch, dass wir dich wiederbeleben. Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen. Er weiß auch, dass ich dich wiederbeleben kann. Wie denkt jetzt Veni? Fühlt er sich jetzt sicherer, weil er weiß, dass er mehr Healing hat? Weil so würde ich jetzt... Er ist nicht umsonst, glaube ich, jetzt gejoint. Er würde sich jetzt... Er fühlt sich confident. Er fühlt sich sehr confident. Er wird safe auch das Ritual schon aufbauen und wird warten, bis du mich wiederholst, damit er mich töten kann. Safe call. Ja, oder sie ist gejoint. Er belebt sie jetzt wieder. Sie ist gejoint? Ja, er belebt sie jetzt wieder. Ja, nee, dann ist ja alles gut. Soll er machen. Wir werden jetzt aber sehen, jetzt könnten rein theoretisch, also jetzt könnten die anderen beiden Teams joinen, weil die wissen, dass... Mom. Ich habe neue Info. Birdie spielt Minecraft eine Minute, er joint jetzt gleich. Ja, okay. Dann werden die jetzt auf jeden Fall versuchen, Reefed und Veni am Spawn zu holen. Ja. Aber hast du gesehen, dass Reefed gejoint ist im Chat? Ich sehe es auf Tab, dass sie so, okay, in Game 3 ist. Aber es ist nicht im Chat gestanden, so wie bei mir letztens. Nee. Also es scheint, okay, auf jeden Fall gefixt, dann hat sie den Bug nicht. Ich baue mich auf jeden Fall gerade auch, ich weiß gar nicht. Eventuell würde ich sogar sagen, dass du mich nächste Folge holst. Ich würde vielleicht eventuell den ganz anderen Plan dann machen. Also den, den wir eigentlich erst hatten. Wenn du weißt, also nicht den, sondern den. Aber eigentlich bin ich doch jetzt good to go. Also mir kann jetzt... Du bist good to go, ja, aber wenn du mich jetzt holst, bin ich tot. Ich muss auf jeden Fall vielleicht gucken, ja, am Ende der Folge darf ich... Kannst du vielleicht für mich herausfinden, wo der Spawn ist? Also, ja, ich weiß ja, wo der Spawn ist, aber ich darf mich halt nicht in der... Du meinst, welche Court? Ja, ich darf mich halt nicht da aufhalten. Guck ich Ihnen das nach? Habe ich jemanden da F3? Nee, passt schon. Doch, habe ich, als wir irgendwo mal hingerannt sind. Du, Ding, Basti, zockt, damals. Na? Ja. Ich will halt nur ungefähr... Ich bin hundertprozentig gleich. Ja, auf jeden Fall. Die, wenn die Nachricht im Bot kommt, werden die joinen. Zu 100%. Aber ich denke, das wird Veni auch wissen. Da steht halt, spielt Minecraft, der kann halt alles spielen, ne? Aber ich denke, also... Ich bin halt jetzt schon in bereits geluteten Höhlen. Das Ding ist halt, rein theoretisch müsste ich auch aufpassen mit der Border. Weil die Border könnte um 60 Blöcke shrinken, aber eigentlich kann es halt nur um 60 Blöcke, also... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe, by the way, noch keine Dias gefunden oder so. Also, das wäre auf jeden Fall nochmal ein cooler Side-Produktivitätseffekt. Jetzt Dias zu finden, damit Fabo halt... Also, Fabo wird auf jeden Fall... Dead vom Spawn ist auf jeden Fall 3100. Mhm. Und die anderen Koordinaten sind bei mir verdeckt wegen Facecam. Ich muss bei dir gucken. Braucht Veni gerade so lange für das Ritual? Oder... Ich glaube, der wartet auch. Ja, ah, ja. Sie ist wieder da. Mhm. Und jetzt können wir in 5, ja, in 10 Sekunden. Die joinen jetzt. Safe call. 10 Sekunden. Die werden jetzt joinen. Ja. Die warten genau auf das. 2000. Werden, glaube ich, auch wissen, dass du mich nicht holst. Also wäre dumm, wenn die es. Ja, also, als ob ich dich jetzt. Wenn die jetzt noch warten, bis. Wenn ich dich jetzt wiederbelebe, wäre halt dumm. Kann auch sein, dass die auf Reefed und Veni scheißen. Na, niemals. Kann ich mir gut vorstellen, doch, weil die unbedingt uns haben wollen. Nein, glaube ich nicht. Die wissen. Die haben auf jeden Fall auch in deren Folge gesagt, yo, ich darf nicht wiederbelebt werden. Also auf gar keinen Fall. Ja, aber das Ding ist, die wissen genauso, dass wir gedrained sind und die größte Gefahr aktuell Veni und Reefed sind. Weil Veni hat dadurch jetzt die Kills, die er gemacht hat, übertrieben auch halt Stuff. Ja. Und hat auf jeden Fall auch Stuff für Reefed. Und das wissen sie eventuell nicht, dass wir auch ein bisschen Equipment für dich haben. Also welche Koordinaten willst du genau wissen vom Spawn? Ja, ungefähr nur die, nur ungefähr, ungefähr grobe Richtung. Minus 3065 und 3100. Digga, sind die dumm? Die joinen nicht. Na, jetzt sind sie weg vom Spawn. Die sind jetzt weg vom Spawn. Also das haben sie jetzt vielleicht vom Zeitding jetzt nicht so gut gemacht. Birdie streamt. Ja, moin. Hä? Okay, das raff ich jetzt nicht. Ja, ich kann dich trotzdem nicht wiederbeleben, weil Veni und Reef werden das wissen. Ja. Aber glaubst du, dass sie eventuell... Glaubst du, die geil... Du bist ja unterm Spawn, ne? Ob ich deren Namen sehe? Mhm. Ey, Bruder, das ist zu riskant.
Ja, true eigentlich, ne? Ja, das ist eigentlich eine weggeschmissene Folge gerade ein bisschen. Ich guck mal kurz nach. Ja, eigentlich nicht mehr. Du farmst ja, oder? Naja, ich hab noch nichts gefunden. Aber du farmst, das ist ja die Hauptsache. Ja, aber wenn ich nichts finde. Oh, dem Streamer machen nicht. Glaubst du, dass er so den Fake-Streamer? Safe. Na gut, ich habe Gold gefunden. Ich muss jetzt gleich kurz entsneaken. Nee, muss ich nicht. Solange ich noch was zum Wegwerfen habe, muss ich nicht entsneaken, Leute. Glaubst du, wenig geht caven? Weil wenn ja, habe ich ein Problem. Die haben genug Stuff für Reef, die müssen nicht caven gehen. Gold. Uff. Ja, ich glaube, Veni wollte allein einfach nur verhindern, dass ich dich jetzt wiederbelebe. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ich habe überhaupt keinen Bock in der nächsten... ich muss ja dann das nächste Mal nochmal einen neuen großen Raum aufbauen. Oh, ich habe Dias. Das ist nice. Dann muss ich ja... jetzt mich zu holen, wäre dumm. Ja, das ist... Also, vielleicht killen wir deren Produktivität, weil sie jetzt die ganze Folge am Spawn lauern. Kann sein. Weil ich denke nicht, dass er sich die Chance aus... Also... Veni wird wissen, dass wir das wissen, dass man am Spawn joint. Ja. Also, spätestens als er jetzt gerade sein Teammate halt geholt hat vom Spawn, ne? Also... Der Birdie steht, by the way, er spielt Minecraft, weil er mit Cheatbreaker spielt gerade. Hm. Er spielt auf Dojo. Ja, Bruder, also ich glaube, darüber müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Ja, in 5 Minuten werde ich gekickt. Meine Eisenspitzhacke wird auf jeden Fall noch rausreichen. Ja, tut mir ein bisschen leid für die Folge, aber ich denke mal, es war trotzdem ein bisschen Spannung dabei. Ja, also, wir spielen jetzt auch so, Lul. Ja, also, wir spielen auf jeden Fall jetzt... jetzt aufgeben ist jetzt nicht mein Plan, ne? Dahin. Nee, aufgeben. Und ich sollte ja eigentlich sehen, wenn jetzt hier einer meinen Strip-Eingang eigentlich rusht. Eigentlich. Aber selbst wenn. Also ich bin ja trotzdem. Also ich vergesse manchmal ein bisschen, ich habe ja trotzdem noch guten Stuff. Also ich habe ja immer noch richtig gutes Gear. Wie viel hast denn du? Ja, 2 Dia-Äpfel. Ich gehe halt mit einem Dia-Apfel all in und in so einem Gang kriege ich vielleicht einen Down dann. Ja, aber also, die haben halt auch Healing, oder? Also Brian ja, hat zum Beispiel nicht alles gegessen und so. Aber ich meine, die Gefahr ist halt für die zu groß, jetzt einfach in so einen Cave-Fight mit mir zu gehen. Man darf jetzt mein Stuff nicht unterschätzen, ne? Auch wenn ja. Ich allein bin. Können das halt... Ja, nee, das mit Spawn gucken ist auch dumm. Ich glaube, dass die sich suchen. Oder die jetzt im Nether irgendwas farmen, Level irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Also, es spricht sehr viel dagegen gerade, dich zu wiederbeleben. Yes, sir. Ich sag mal so, ich habe Dias gefunden. Wenn ich jetzt nochmal Titan finden würde, das wäre halt geil. Oh, da war ja was mit der Sprachsteuerung. Hast du nicht letztens Titan gefunden? Oder reicht Titan habe ich letztens gefunden nochmal, ja. Ich habe 7 oder so. 7 sollten wir haben und auf jeden Fall, glaube ich, jetzt 10 Dias. Du duplizierst dich halt, ne? Auch. Also haben wir 14. Na, wir brauchen aber auch nochmal Obsidian, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Du brauchst halt einen Lavasee, ne? Ey, das Projekt ist komisch. Wir finden immer nur Dias, ne? Hab wieder Dias. Wir können ja auch mal Dia-Rüstung machen. Hat auch noch keiner gemacht. Das haben wir einfach machen. Wenn wir keinen Titan haben, machen wir das auf jeden, hä? Also nee, du läufst oberkörperfrei rum. Wozu gehst du trainieren, Bruder? Null. Ich sag mal so, es ist ja auch nicht verkehrt. Es ist immer noch so ein bisschen Mission 100k. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, solange noch ein bisschen Titan kommt. Digga, das ist halt das, weißt du, das ist halt 2 Kanal dann so. Aber... Na, 3 Minuten hast du noch, ne? Ja. Ich würde unseren alten Dingsplan trotzdem machen heute. Weil ich glaube, das erwartet jetzt keiner. Könnten wir wirklich machen, ja. Real Talk. Leute, fragt euch nicht, was ich generell so, was meine Taktik ist jetzt hier beim Mine und so, aber es. Ich glaube, es ist relativ einfach nachzuvollziehen, weil also ich habe mir jetzt ja kein Cleanstone gemacht. Ich nehme halt, eigentlich markiere ich halt perfekt, wo ich langgelaufen bin, halt einfach überall Die Ride. aber guck auch, ne, also auf Namen und so, auf jeden. Nee, ich mach Augen zu.
Okay. Und wenn ihr mich wieder im Projekt sehen wollt, dann kommentiert doch mit Hashtag Wiederbelebung, damit der Algorithmus auch ein bisschen in die Höhe geht bei Basti. Fabo, ich habe wieder Dias gefunden. Das dritte Mal ist in der Folge. Nur Dias, nur Dias. Wir finden dieses Projekt nur Dias. Ich will mich nicht aufregen, aber... Diamantos. Die bringen uns momentan halt echt nichts. Also, ja. Ja, Veni müsste ja auch ungefähr zeitgleich mit mir gekickt werden, ne? Aber der kann halt mehr aufnehmen. Ich denke, die werden vielleicht auch sogar relativ viel aufnehmen. Oh, Bruder, aber ich gönne mir gleich richtig geilen Halloumi-Döner. So, meine Spitzhacke ist gleich broke. Soll ich riskieren? Wie lange habe ich noch? Nicht mehr lang. 2 Minuten. Naja, die ist jetzt kaputt. Soll ich kurz entsneaken? Würde. Ich mache meine Diaspitzhacke. Müssen wir eh und ich habe 20 Dias. Ja, also. Da muss ich jetzt auch nicht mehr. Dann so. Darfst du nicht. Nächstes Mal sollte ich auch meine Sounds mal lauter stellen. Boah, wäre interessant gewesen, ob die auch gejoint werden, wenn wir jetzt nochmal 5 Minuten gewartet hätten da vorne. Ich denke, die größere, also die Wiederbelebungsgefahr wäre Veni und Reef jetzt gewesen. Veni hat Veni wollte extra. Ich glaube, Veni hat gerochen. Vielleicht hat Veni echt Hoffnung gehabt, dass ich dich trotzdem wiederbelebe. Wahrscheinlich. Nee, alles gut. Ist ja egal, wann ich wiederkomme. So, ich mache jetzt mal so einen kleinen Fake-Gang, damit keiner rechnet, dass ich. Ja! Die sollen alle denken, dass ich hier stehe, bei der Crafting Table. Und nicht bei dem Gold. Alright. Ja, wenn euch die geile Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, würde ich sagen. Basbo ist still alive, aber ist ein bisschen auf Krampf. Aber ich sag mal so viel. Juckt!